Hallo und Mittlerweile herzlich willkommen, hauptberuflich Leute, zurück in die Biologe Elder an der Scrolls Universität. Online. Ich bin euer Muscletech und bin hier wieder am Start mit meiner gelehrten Zauberin, Magierin, Priesterin, Hexerin, wie man sie nennen möchte. Ja, hier im Gebiet habe ich gerade noch eine Questreihe abgeschlossen, bin jetzt relativ frisch Level 20 und habe mich jetzt hier mal in den Süden begeben. Wohl noch hier ein paar Quests auf uns warten werden, bevor wir dann mal weiter in den Osten rübergehen werden. Ja, ich hatte einfach mal Lust hier einzuschalten, mal ein bisschen was wieder für euch aufzunehmen, euch das wieder ein bisschen zu zeigen. Hier sind auch schon wieder ein paar andere Spieler am Start, leider alle höher wie ich. Ja, schauen wir doch mal, wo uns diese Quest da drin jetzt hinführen wird. Ich tippe ja fast darauf, hier in diese Mine, denn das würde sich geradezu anbieten. Entschuldigt, ich habe keine Zeit für Höflichkeiten. Wir haben hier eine kleine Krise. Dies ist die Tiefklippengrube, eine Kwama-Mine. Aber irgendetwas ist hier schiefgelaufen. Die Mine ist voll mit irgendwelchen Dämpfen und die Kwama sind durchgedreht. Sie greifen die Arbeiter an. Ich habe Tränke hergestellt, um die Dämpfe zu neutralisieren, aber die Zutaten gehen mir aus. Mein Gatte Borel ist zurück in die Mine gegangen. Was denkt er sich bloß? Entschuldigt, was habt ihr gesagt? Helfen? Ja, gut. Ich brauche Aloe oder Rotgras, um mir Tränke herzustellen. Die wachsen hier überall. Wenn ihr wollt, könntet ihr davon welche sammeln. Ich habe Nelvan und Marolos gebeten, Pflanzen zu sammeln. Vielleicht haben sie sogar schon welche. Aber es würde mich nicht wundern, wenn sie meine Bitte einfach ignoriert hätten. Die Arbeiter mögen mich nicht besonders. Schaut ansonsten hier in der Gegend nach. Rotgras wächst bei den Felsen. Aloe hingegen eher auf freiem Feld. Na gut, Gott, vielen ich Dank. besorg's euch. Na klar, ich besorg's euch. Schauen wir uns hier um, wir werden doch hier doch irgendwas finden. Oder ja, mal die zwei hier noch fragen. Oh, hier gibt's wieder eine neue Quest. Ich arbeite schon seit Jahren in der Tiefklippengrube und ich habe noch nie davon gehört, dass ein Kwama einen Führer angegriffen hätte. Hier geht etwas sehr Seltsames vor. Scheint so, als hätte Edrasa jemand Neues gefunden, um mir die Arbeit abzunehmen. Sie würde den Minenarbeitern nur allzu gern helfen. Ich würde sämtliche Aloe oder Rotgras bezahlen. Da habt ihr 43 Gold. Ja, komm, machen wir doch. Klar, bezahlen wir das und nehmen wir die Aloe. Habt ihr etwas von Bezahlung gesagt? Nun sieh mal einer an. Ich habe tatsächlich gerade ein paar Rotgrasstängel hier. Nur drei? Hallo, und dafür zahle ich dir noch Geld? Ich arbeite schon seit Jahren in der Tiefklippengrube und ich habe noch nie Nee, nee, davon. nee, wir kaufen aber nicht nochmal welche. Das können Sie aber vergessen. Was ist mit dem hier? Sie Marolos? sagen, es gäbe irgendwelche Dämpfe in der Mine. Aber ich wüsste nicht, wie das möglich ist. Wie gewöhnlich will Borels Frau, dass jemand anders die Arbeit für sie macht. Sie ist etwas zu verwöhnt, wenn ihr mich fragt. So, überreden wir den mal. Das Talent habe ich mir mit einem Talentpunkt gekauft, dass ich die Leute besser überreden kann. Hoffen wir mal, das wirkt was. Hier, nehmt, was ich habe. Soll ja hinterher keiner sagen können, ich hätte mich irgendwie gedrückt, als die Mine Ärger hatte. Okay. Ja, wir haben die Pflanzen. Na toll. Hier hätte ich was finden können, aber ich Depp gebe lieber der da drüben Geld dafür. Oh Mann. Oh, ich sehe hier schon, hier gibt es eine Machtrune. Die nehmen wir doch gerade mit. Können wir für die Verzauberkunst gebrauchen. So, ab da rein. Ich hätte nie gedacht, dass Kwama so bösartig sein können. Gelobt sei Vivek. Ich muss diese Tränke so schnell wie möglich zu den Arbeitern schaffen. Ich bin sicher, dass sie helfen werden. Sie müssen einfach helfen. Ich weiß es nicht. Woher sollte ich das wissen? Ich gehe nicht in die Mine. Warum fragt ihr mich? Tut mir leid. Das ist alles so belastend. Ich mache mir Sorgen um meinen Gatten Borel. Er ist wieder da reingegangen und ich habe auch nicht die geringste Ahnung, was meinem blöden Vetter Renvis zugestoßen ist. Warum ist Bohr Er zurückgegangen? sorgt sich um die Arbeiter. Er glaubt, sie sind noch in der Mine. Ich mache mir solche Sorgen. Borel hat seit Jahren kein Schwert mehr geschwungen und die Kwama benehmen sich nicht normal. Werdet ihr ihm nachgehen? Bringt ihr ihm diese Tränke und trinkt selbst einen, bevor ihr hinein. Na gut, trinken wir einen. Da können uns die Dämpfer nichts anhaben und schauen wir nach. Wenn der alte Herr seit Jahren kein Schwert mehr in der Hand hatte, dann können wir den nicht einfach zurücklassen. Gehen wir mal da rein in die Klippengrube.
Mal schauen, was da drin vor sich geht und vor allem, woher die Dämpfe kommen. Da geht irgendwas vor. Da hat doch einer was sabotiert, würde ich sagen. Oder sie sind auf irgendwas gestoßen. Naja, wir werden es jetzt gleich herausfinden, wenn wir uns hier mal schön wieder durchvaporisieren mit unseren Zaubern. Bin ja hier im Moment mit Level 20 schon so weit, dass ich nicht weiß, Was was für ich noch eine skillen schreckliche soll. Verschwendung. Ich habe noch Talentpunkte übrig, aber ich weiß wirklich nicht, was ich im Moment hier noch skillen soll. Hier habe ich noch einen übrig. Aber egal, auf was ich gehe, ich finde im Moment nichts, was mich hier irgendwie reizen würde. Ja, hier könnte ich noch ein bisschen Mana, also ein bisschen Magicka und Ausdauer skillen, aber das sind nur 2%. Bei den Gilden selber ist im Moment nichts, was ich hier unbedingt bräuchte. Ich muss erstmal die Unerschrockenen und die Kriegergilde und die Magiergilde noch ein bisschen skillen. Das Magierlicht brauche ich nicht unbedingt, oder? Bringt eure maximale Magicka um 5% und erhöht eure Chance auf kritische Zaubertreffer um 7%. Okay, also das ist gar nicht mal so schlecht. Aber dafür noch einen Zauber rausnehmen? Na, ich weiß ja nicht. Also dann habe ich bald überhaupt keine Zauber mehr, nachdem ich ja hier mit meinen Pets unterwegs bin und noch eine Heilung mit drin habe. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich stehe im Moment wirklich vor einem Rätsel, was ich noch skillen Ich hoffe, ihr soll. habt einen von Edrasas Tränken gekostet. Ansonsten wird das ein kurzer Besuch. Danke für die Hier Warnung. kommt noch ein Rat, ganz kostenfrei. Haltet eure Waffe bereit. Ich habe die Quama noch nie so aggressiv gesehen. Das ist eine solche Verschwendung, oder nicht? Ihr werdet eine Menge Quama töten müssen, um durch die Tunnel zu kommen, oder? Es bringt doch niemanden etwas, sie einfach verrotten zu lassen. Warum erntet ihr nicht ihr Sekret? Es ist diese wachsartige Substanz, die sie absondern. Das kann man für tausende von Sachen verwenden. Ich zahle euch einen fairen Preis dafür. Na gut, wir denken mal über das Angebot nach. Mal, dass wir nicht zu viele töten müssen. So, mal schön unsere Kollegin hier beschworen. Da hinten macht es eigentlich so wie ich. Ich renne mal auch hier mit zwei Pets rum, aber ich wollte mal was Neues probieren. Wo müssen wir eigentlich hin? Also hier einfach mal Quama-Sekret sammeln. Oh, die sind Level 21. Die sind ja höher wie ich. Hinten irgendwo auch noch ein paar. Zumindest mal ein Sekret. Wen haben wir da? Ist das wohl ihr Mann? Boril, ja, Boril Drillas. In all meinen Jahren habe ich noch nie so etwas gesehen. Ich bin zurückgekommen, um nach Renvis, dem Vetter meiner Frau und den restlichen verschwundenen Arbeitern zu suchen. Aber bisher hatte ich kein Glück. Ich bin in der Dunkelheit herumgestolpert und habe versucht, mich nicht von Quama verrat. Die Mine ist voller offener Fiolen, aus denen schädliche Dämpfe aufsteigen. Das war kein Unfall. Ich habe mehrere Fiolen versiegelt und diese Kammer geräumt, aber ich komme nicht in die unteren Ebenen, ohne sofort von Quama umzingelt zu werden. Wenn ihr das tut, seid ihr die Helden von Tiefklippe. Versiegelt die Fiolen in der mittleren und unteren Kammer. Wenn euch Minenarbeiter begegnen, dann gebt ihnen einen von Edrasas Tränken. Und haltet Ausschau nach Vetter Renvis. Er ist nicht gerade. Na gut, okay. Als angehende Heldin hier der Klippen machen wir das natürlich. So, schön meine Augen aufstellen. Jetzt bewegt sich nämlich meine Rüstung. Hä? Was ist mit dem los? Hallo? Der hat doch Angst. Oh, das war ein ganz böses Badabun hier. So, weiteres Quama-Sekret. Hier drin in den Kisten. Fette Negerzehen. Na, sowas nehme ich nicht mit. Und da haben wir Nummer 4. Da hinten haben wir dann Nummer 5. Krieger, der
Der hat einen ordentlichen Schlag drauf. Der hat ihn gerade mal hier ganz schön zugesetzt. Warum ruckelt das hier bei mir im Hintergrund? Oh, ich glaube, ich habe im Hintergrund sogar, glaube ich, noch ein zweites Spiel offen. Ich war vorhin mal kurz in Neta drin. Ich glaube, das ist im Hintergrund noch offen, deswegen ruckelt sie ab und zu gerade. Oh Mann. Das wohl besser mal zumachen sollen. Gar nicht mehr dran gedacht. Ja, zwei Spiele gleichzeitig aufnehmen, das ist wohl nicht so toll. Also, da haben wir alle neuen Sekrete eingesteckt, die wir finden müssen. Das hier übrigens ist die richtige Spielerin daneben uns, ist eine richtige Casterin. Die kämpft wirklich fast nur mit Casts und einer Zweihand-Axt. Ah, da unten haben wir noch ein paar. Müssen wir uns mal nach unten durchkämpfen. Wir haben ein paar Minenarbeiter mit jungen Quamas. Kommt und setzt euch zu uns. Hier und die kleinen Skrips hier lassen? Auf sie haben diese fiesen Dämpfe keinen. Uns geht es wunderbar, nicht wahr, meine Kleinen? Ja, so geht es uns. Aber Vorsicht vor diesen großen alten Kriegern und Arbeitern. Die Dämpfe haben sie ganz schön knurrig gemacht. Sie könnten sogar den Skrips etwas antun. Vorsicht mit den ausgewachsenen Quama. Die großen Kerle mögen diesen Geruch nicht. Ganz und gar nicht. Die kleinen Kerle sind nicht so empfindlich wie die Älteren, also sind sie auch nicht wütend. Oh, und gebt bloß Acht, wenn ihr die Quama-Königin seht. Sie ist kein freundliches Geschöpf. Na gut, okay, dann kommt also noch ein Quama-Königin. Es ist eine Schande, dass einige der Quama... Ha! Lasst mich raten. Orona hat euch überzeugt, Quama-Sekret zu sammeln und es ihr zu bringen. Sie hat euch wahrscheinlich etwas darüber erzählt, dass man das Zeug... Die einzige Person, der sie helfen möchte, ist sie selbst. Sie wird das Zeug in Gramfeste verkaufen und einen ordentlichen Profit damit machen. Das ist gut zu wissen. Dann werden wir es ihr nämlich nicht geben. Warum ruckelt das hier gerade bei mir? Ist das wirklich so schlimm? So, hier mal im Hintergrund gerade mal meine Programme ausmachen. Das kann ja nicht sein. Hier irgendwie eine Ruckelpartie bekommen. So. Da sind wir zurück im Spiel. Sorry wegen der Unterbrechung, Leute. Ich hatte nicht mehr daran gedacht. Oh, shit. Oh. Schön heilen. Ja, warum kann ich nicht mit ihr reden? Hallo. Danke. Ich werde mich auf den Weg hier raus machen. Hat mich eingeladen in eine Gruppe, oder was? Als Freund hat sie mich eingeladen. Oh Mann. Na, die geht auf die los. Na gut, da haben wir ein paar Gegner und die rennen hinten rein. Ich war wahrscheinlich nicht gesehen, dass der mich hier als Freund eingeladen hat und ich Depp auch noch angenommen. Die hat sich vielleicht bedanken für den schönen Heal, den sie gerade bekommen hat. Nee, nee. Ah, gut, auf den anderen Schuhen als den Pfosten. Einen anderen Doofen suchen. Eichenblitzstab. Danke. Ich werde mich auf den Weg hier raus machen. Oh, da ist eine Folge geworden. Ach, das ist Quama-Königin haben wir hier. Wo habe ich eigentlich meine Begleiterin? Die war tot. Komm, stirb, stirb. Ja, genau, so geht das. Quama-Königin tot. Verringert die Ausdauerkosten, Fähigkeiten, maximale Ausdauer. Das ist ein gutes Jäger-Item. Gerade mal hier was rauswerfen. Lässt sich doch bestimmt wieder zu Profit machen.
Ja, übrigens, ich hatte ja gestern ein Video gemacht, wie man hier Geld macht in dem Spiel mit Gegenständen herstellen und verkaufen. Leute, schaut euch das mal an. Ja, ich kann hier doch schon der ein oder andere Gold einnehmen. So, kleiner Tipp am Rande, wer das Video noch nicht kennt, wie man hier leicht zu Geld kommt und wie man seine eigenen Waffen craftet, verzaubert, entzaubert und so weiter. Könnt ihr euch also gerne mal anschauen. So, die ist ausgeschlossen. Dem helfen wir mal. So, dem Minenarbeiter haben wir auch noch geholfen. Jetzt müssen wir hier aber noch ein paar Türen schließen. Da haben uns. Oh, schon wieder. Mann, ich und mein Inventar. Das ist extrem teuer, wenn man hier das Inventar erweitern möchte. Schwachen Einschlags. Ja, ich habe eigentlich seit vielen, vielen Leveln kein Heiltrank mehr gebraucht, sondern schmeiße ich die nachher mal raus. Aber jetzt schauen wir doch mal, ob das hier so reicht. Quama Tagebuch. Ich habe mich eingewöhnt, ganz wie ein Quama-Arbeiter, und diese wundervollen Kreaturen haben mich in ihre Kolonie aufgenommen. Ich beobachte ihr Verhalten und versuche mich sogar wie ein Quama zu bewegen. Der hat sie nun mal alle auf der Matte, der Spitzbub. Gestern saß ich ganz still da und ein Skript setzte sich neben mich und gestattete mir, ihn zu streicheln. Dieser Augenblick wurde leider von Harwin unterbrochen, der den Skript aufhob und davoneilte. Er warf mir einen bösen Blick zu. Ich weiß, die Minenarbeiter finden mein Verhalten seltsam, aber ich finde es wirklich wichtig, zu versuchen, ein Quama zu sein, um sie wirklich zu verstehen. Ich hoffe, von ihnen so akzeptiert zu werden, dass ich gefahrlos bis zur Königin vordringen kann. Okay, da hat jemand keine Freunde. Naja, dann halt Quama, wenn man sonst keine hat. Ich brauche hier noch ein paar Fiolen zum Schließen. Stirb, stirb, stirb. So, jetzt aber. Aha, meiner Freundin hier nichts. Die wird schön hochgeheilt. Ja, meine Freundin hier, meine Begleiterin, hat so eine schöne Aura dazu bekommen. Damit regeneriere ich jetzt Mana. Ich könnte mir aussuchen, ob sie, glaube ich, mehr Schaden macht oder ob sie meinen Mana regeneriert. Und da habe ich doch eher auf meine Attribute gesetzt. Stirb, Quama. Okay. Den hat er schon wieder was. Ich glaube es ja gar nicht. Ich glaube, ich muss hier drin mal noch ein bisschen farmen gehen, Leute. Ja, das nehmen wir doch mal und dann nehmen wir das halt auch mal noch. So, das und das. Mal einstecken. Du rennst schon dein Verderben. Irgendwo müssen noch Fiolen sein. Irgendwo müssen doch da noch Fiolen sein. Aber sind die nur am unteren Ende? Hier oben habe ich nämlich keine gesehen. Oh. Du alter Renner. Grasdackel da. So, gehen wir nochmal runter. Das habe ich vorhin mitgenommen, oder? War mal eins Tagebuch. Jetzt probieren wir das nochmal, ohne gleich zu tief zu fallen. Okay, das ging noch mal gut. So, hier haben wir noch die Fiolen. Das hatte ich mir doch gedacht. Na gut, da drüben haben wir gleich drei. Ich habe noch mein Ultimate. Ich würde sagen, das nutzen wir doch mal. Mach sie platt. Nee, 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 nee. Komm mal schön her. Schön zu mir kommen. Komm. Nein. Ah, ah. Wie das Ding gelaufen. So. Hey, hey, nichts da. Von meiner Freundin weggehen, sag ich dir. Unsere treue Begleiterin, die darf doch nicht einfach sterben. Ich habe ein Herz für fiktive
Personen auch in Spielen. Ja, was es mit diesem Nähte auf sich hat und warum ich das vorhin offen hatte. Ich bin im Moment hier gerade so ein bisschen am Probieren nach Monaten Abstinenz von Nether, ob ich da vielleicht mal wieder spielen sollte. Und ob sich da vielleicht sogar so ein kleines Let's Play oder Let's Test mit den aktuellen Patches lohnen würde. Das muss ich in den Tagen mal noch rauskristallisieren. Was da irgendwann noch vielleicht mein Kollege Tichanos, mit dem ich ja auch die Live-Show hier in Tesu gemacht habe, auch noch mit. Aber das müssen wir mal abwarten und mal schauen. Doch gerne mal eure Meinung zu wissen. Durchgedreht. Warum lohnt sich das? Spielt ihr das? Lohnt sich das zu Let's Playen? Die Raubkronen waren doch nur als Scherz gedacht. Sie schreibt mir in die Kommentare, würde verletzt. Interessieren. Sie hat es versprochen. Ich habe nichts Falsches getan. Ich schwöre es. Es war nicht mal meine Idee. Es war doch alles Edrasas Idee. Edrasa. Ich wusste, dass es falsch war. Ich verspreche, dass ich in den Tempel von Gramfeste gehen und mit aller Inbrunst zu den Göttern beten werde, wenn die Qama mich nur nicht fressen. Wir müssen hier raus. Ich kenne eine Abkürzung, aber uns steht ein großer Qama im Weg. Kein Problem, dann machen wir Platz. Er liegt in den Tunnel da drüben. Ich wette, wenn ihr euch an den Eiern vergreift, kommt er wieder heraus. Dann können wir den Tunnel holen. Klar, gut, okay, vergreifen wir uns mal an den Eiern. Oh, wir töten ein armes Embryo. Embryo-Qama. Da, der Schlechter. Passt mir. So. Das wär's gewesen mit dir. Schluck Magika, nee, brauche ich nicht. Hier ist offen, da können wir durch, da kommen wir wohl schneller wieder raus. Wenn das stimmt, was er sagt mit der Abkürzung. Aber der muss sich ja auskennen. Wer denn sonst, wenn nicht er? Ja, ich glaube, das hat sogar gestimmt. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass jemand verletzt wird. Danke. Ich habe eine Dummheit begangen. Edrasa gab mir diese Halskette, damit ich es tue. Vetter Buril schenkte ihr diese zu ihrer Hochzeit. Sie ist mehr wert, als ich in einem Monat verdiene. Sie meinte, Vetter Buril würde sich nur noch um die Qama kümmern. Sie dachte, er würde mit ihr nach Gramfeste fahren, wenn die Mine ein paar Tage geschlossen bleibt. Sie wollte tanzen, einkaufen und Spaß haben. Sie hat nie gewollt, dass die Qama durchdrehen. Nur für ein Wochenende in der großen Stadt. Na toll. Edrasas Halskette. Ich will sie nicht mehr. Jetzt, wo er frei ist, kann ich durch den Tunnel hinaus. Es tut mir aufrichtig. Na gut, dann los jetzt. Wir müssen jetzt hoch. Wir gehen hoch zu Edrasa. Oh, ja, das ging aber schnell. Na komm, die machen wir noch, weil die Ego-Perspektive so schön ist hier. Komm zu mir. Ja, das war's gewesen. So, mal schön Heal hinlegen. Komm, gucken wir noch seine Rüstung erhöhen. Legen wir nochmal Heals hin. Und jetzt können die hier schön kämpfen. Der ist verbuggt. Bei dem kann man nichts machen. Okay, raus aus der Mine, Leute. Wir gehen hoch und stellen seine Frau hier mal zur Rede. Die dumme Sau. Ich sag's immer wieder, wenn die Frauen shoppen gehen wollen, da ist ihnen jedes Mittel recht. Tut die alte einfach mal kurz ihre halbe Mine kaputt machen und wir dürfen es dann wieder hier heile machen. Vielleicht für eine Handtasche oder so. Nur weil sie eine Handtasche möchte und tanzen. Soll sie mal für ihren Mann tanzen, hat er auch was davon. Ja gut. Hier haben wir es. Rona. Wart ihr in der Lage, etwas Qama-Sekret zu sammeln? Ja, was habt ihr mit dem Sekret vor? Was spielt das für eine Rolle? Die Qama mussten getötet werden. Wäre es meine Idee, mein Profit. Wie bitte? Alchemisten können davon gar nicht genug kriegen. Und es ist oft nicht verfügbar. Das macht die Lage ja so ideal. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen, pragmatisch zu denken.
Wir können Profit machen oder auch nicht, aber nein, ich habe ein gutes Herz, Leute. Tut mir leid. Ich gebe es Boril, damit kann er vielleicht wieder ein paar Leute anheuern, die da reingehen und in seiner Mine arbeiten. Wie könnt ihr nur? Das war meine Idee. Na gut, ich werde es Borel geben. Bestimmt tätschelt er mir den Kopf, weil ich so treu und ehrlich bin. Wer braucht schon all diese lästigen Goldstücke in seinen Taschen? Okay, Quest abschließen. Wow, schon ganz ordentlichen Sprung wieder gemacht hier. Schon bald wieder 21. Hey, so, Idrassa, jetzt Ihr aber. seid zurück? Ist jetzt alles in Ordnung in der Mine? Dann wisst ihr, was ich getan habe. Ich kann es euch anhören. Es war dumm und gefährlich. Ich schäme mich so. Ich habe versucht, es wieder gut zu machen, indem ich den verletzten Arbeitern helfe. Es war ein Geschenk von Boril. Wenn er es sieht, wird er wissen, dass ich an dieser Sache beteiligt war. Bitte, ich verdiene eine Bestrafung, aber ich will Boril nicht verlieren. Wenn ihr meine Beteiligung nicht aufdeckt, verspreche ich, mich dafür bei euch erkenntlich zu zeigen. Und wie bitte? Wie willst du das erkenntlich zeigen? Wofür habt ihr euch entschieden? So, wofür entscheiden wir uns? Geben wir ihr das Amulett oder nicht? Ja, wir müssen es so sehen, Leute. Sie kann nichts dafür. Der Drang nach Schuhen und Handtaschen, der war so groß, da kann keine Frau widerstehen. Und deswegen wollen wir mal nicht so sein und geben ihr doch die Halskette zurück. Alma Das ist wie bei Lectia uns segne Männern. Wir euch. schauen auch Frauen Ihr immer auf werdet den es nicht Hintern. Das ist bereuen. einfach Ich so. werde Boril und den Minenarbeitern helfen. Ich werde sogar aufhören, mich über die Kvarma zu beschweren. Und ich werde ganz sicher nie wieder etwas so Dummes tun. Das will ich gehofft haben. Das will ich gehofft haben. So, also. Der nächste Handtaschenverkauf ist gestrichen für dich. Jetzt kümmere dich um die Quama. Okay. Das haben wir geschafft. Sprecht mit Boril. Der müsste hier auch noch irgendwo sein. Hier vorne. Da haben wir Boril. Habt ihr irgendwelche Beweise gefunden? Warum sollte jemand die Tiefklippengrube vergiften? Wie seltsam, dass jemand etwas so Sinnloses tun würde. Danke für eure Hilfe, meine Freundin. Die Mine wird. Ich habe leider nicht genug Platz im Inventar, deswegen haue ich einen Heiltrank raus, sonst kann ich die Quest nicht abschließen. Habt ihr irgendwelche Beweise? Wie So, seltsam, dass Quest jemand etwas. abschließen. Ja, fehlt gar nicht mehr so viel. Dann bin ich schon wieder 21. Hier noch ein bisschen Flachs mitnehmen. Ehemann, du arbeitest zu hart. Lass mich dir Rang helfen. 2 bei Zirkel des Schutzes erreicht. Keine Sorge, mein Schatz. Der Trank, den ihr gebraut habt, war heute eine Geht große jetzt Hilfe. zum Level ab. Ja, Leute, das war hier mal das kleine Ich helfe Erlebnis so der gut ich kann. Ich werde Quama-Höhle. mehr Pflanzen sammeln, Ich falls bedanke es mich bei euch fürs nächstes Gelegenheit. Zusehen. Stay tuned, have fun. Schaltet auch in der nächsten Folge wieder ein. Und nicht vergessen, sagt mir eure Meinung. Wollt ihr von mir und Tijanos Neta sehen? Schreibt mir unten rein in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.